Grüße von Creative Clan von der Bright Trade Show in Berlin und ich habe hier mit mir André. Hallo André, wie geht's? Moin moin, mir geht's super, alles gut. Noch ein bisschen früh, ne? Aber wir versuchen jetzt mal ganz cool rüberzukommen. Ja, André, du arbeitest jetzt auch für uns. Wie bist du denn an Creative Clan gekommen? Ich bin vor einem Jahr nach Hamburg gezogen und seitdem arbeite ich bei Trap. Und ich kenne Richie schon lange und irgendwann hat Richie mir mal so ein schönes Prospekt von euch, von Creative Clan gegeben, den Katalog. Und hat mir so ein bisschen erzählt, dass er Mirko, den Gründer von Creative Clan, letztes Jahr auf der Bright kennengelernt hat. So. Und hat mir davon erzählt und hat gemeint, so, es wäre doch ganz cool für dich, weil du auch selber Musik machst. So. Lass uns das mal auschecken, lass mal mit Mirko treffen, das haben wir dann auch gemacht. Und ja, seitdem bin ich irgendwie am Start und dieses Jahr das erste Mal, also heute mit auf der Bright halt und wir gucken mal, was wir dieses Jahr so auf die Beine stellen, ne? Cool, ja, was wir auf jeden Fall auf die Beine stellen wollen, sind die Scouting-Sessions in Deutschland und da wirst du uns zur Hand gehen und zwar um Bands zu finden. An welche Bands denkst du da so? An bis jetzt noch keine. Schade, aber hoffentlich dann doch. Die Besten der Besten von der Straße, weil das Beste kommt von der Straße. Nee, wir machen bei den Scouting-Sessions, das wird werden so In-Shop-Events sein. In Skate-Shops, in 6 verschiedenen Shops in Deutschland, Berlin, Köln, München, Stuttgart und Hamburg. Und die Bands, die Chance haben, Demo abzugeben an dem Tag, werden wir halt im Vorfeld so scouten, also via Internet, MySpace, Facebook, was auch immer. Ja, und dann mal gucken, ne? Was da für Bands kommen. Aber Genres haben wir uns nicht festgelegt, so. Es muss einfach nur coole Mucke sein und gute Mucke sein und die Leute müssen Bock haben, was zu machen irgendwie und dass wir die pushen können, so ein bisschen supporten und dann wird es so sein. Was hältst du von der Idee generell, Musik und Mode zu vereinen? Finde ich auf jeden Fall eine gute Idee, weil ich glaube, Mode kannst du mit fast allem vereinbaren oder verbinden. Und von daher so Musik und Fashion ist eine coole Sache, warum nicht? Würdest du deine eigene Musik auch mit Mode vermarkten? Also ich persönlich nicht. Nein, das darfst du nicht sagen jetzt. Ja, nee, natürlich würde ich das machen. Ich meine, wenn jemand sagt so, ey geil, die Mucke ist von dir so, dann kriegst du irgendwie eine Hose, dann würde ich natürlich auch nicht nein sagen. So, ne? Aber ich glaube, das sollte nicht der Main-Fokus sein, um irgendwie Musik zu machen, um irgendwie Klamotten zu kriegen. Aber ich denke, man kann das cool verbinden, so Musik und Fashion auf jeden Fall. Cool, vielen Dank. Alles klar, das war's von der Bright und wir sehen uns wieder bald auf Creative Clan TV. Ciao.